Wir haben uns in den letzten Jahren über sehr viele Reformchen dazu hin entwickelt, dass das Gesundheitswesen wahrscheinlich über die verschiedenen Minister immer teurer geworden ist, immer mehr Ansprüche zufriedengestellt werden müssen. Auf der anderen Seite die Einnahmenbasis nicht wirklich größer geworden ist, sodass wir glauben, wir kommen über große Reformen nicht herum. Wir müssen grundsätzlich dramatisch was verändern. Wir haben wahrscheinlich zu viele Kliniken, wahrscheinlich zu schlecht vergütete Behandlung, aber vielleicht auch teilweise zu viel stationäre Behandlung, zu wenig ambulante Behandlung. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben medizinischen Fortschritt, wir müssen in der Digitalisierung deutliche Fortschritte machen. Und das in der Summe ist uns nicht klar. Jeder zieht an dem zu engen Betttuch. Woher soll das Geld denn kommen? Ist uns nicht klar, wie soll das funktionieren, ohne nicht wirklich, wirklich grundsätzlich einschneidende Veränderungen. Deswegen glauben wir, nur kleinere Förmchen, die immer nur Teilaspekte berücksichtigen, werden zukünftig nicht reichen, sondern wir müssen grundsätzlich an der Systematik der Gesundheitsversorgung in Deutschland was ändern. Wir müssen viel mehr gucken, was hat sich denn international etabliert, was funktioniert, was ist qualitätsorientiert, outcome-orientiert. Warum kommen andere Gesundheitssysteme mit deutlich weniger Geld aus bei gleichem Outcome? Das sind so Themen, mit denen wir uns viel kritischer beschäftigen müssen. Und deswegen glauben wir, wir brauchen große Reformen und hoffen auch, dass das zukünftig immer mehr sozusagen Leute findet oder Unterstützung findet, die diese Einsicht teilen und sich dafür einsetzen, dass wir mit großen Reformen mutig auch in Deutschland im Gesundheitswesen nach vorne kommen können.